So, wir brauchen hier noch ein bisschen was, ein bisschen an Stuff. So, hier fahren auf jeden Fall. Oh, das geht auch gut. So. Akato ist das bewegliche Ziel, schalte es aus. Shit. Ich bin vorbereitet auf die Jagd. Ich dachte, das sehe nur ich. Hilfe! Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? In der City. Ich bin ein Los Santos City Girl. Nee, da bist du. Bewegliches Ziel. Du bist so wild, da ist schon jemand bei dir. Ja, das ist Reit. Der hat mich ignoriert. Das ist ganz nett. Mich? Nee. Komm mir mal entgegen, das kann mir mal entgegen, wenn du verstehst. Der hat mich einfach ignoriert. Du mir mal entgegen, Alter. Laufen wir? Ich fahr Autobahn. Einfach ein bisschen Auto fahren. Ding ist, ich bin diesmal echt vorbereitet. Okay, tschüss. Du wirst diesmal nichts gegen mein Auto machen können. Okay, tschüss. Aber ich fahr doch auf der Autobahn. Wie kann man so schön Auto fahren? Musst du euch jetzt mit dem LSPD zusammenarbeiten? Das Problem ist halt, das bewegliche Fahrzeug, was ich habe, du weißt ja nicht, was es ist. Ja, was ist denn? Ein Panzer. Wirklich? Ja. Also. Naja, sonst wäre es ja keine so wertvolle Aufgabe, für die man extra Belohnung und so kriegt. Okay. Jetzt arbeite ich mit dem LSPD zusammen. Ja, aber ich habe halt einen Panzer. Ja, aber guck, was ich habe. Aber ich habe halt einen Panzer. Na komm, wo bist du? Auf der Autobahn. Komm mal ein bisschen entgegen. Siehst du, wo ich bin? Ich bin beim Gefängnis. Ja, aber ich bin auch auf der Autobahn. Ja, okay, ich seh dich. Du kommst mir ja quasi schon entgegen. Ja. Komm mir trotzdem ein bisschen mehr entgegen. Danke. Kein Problem, ich muss eh da lang. Du hast da eine Aufgabe? Ja. Was musst du machen? Ich muss das bewegliche Ziel zu seinem Ziel bringen. Ah, lol, okay. Na dann. Bis gleich, mein Freund, bis gleich. Alles easy, würde ich sagen, alles easy. Verlass dich auf meinen Panzer. Ich bin auf dem Weg. Ja, tschüss. So, und wie viele Menschen hast du schon getötet? Ach, doch so viele. Weißt du, wann du bist? Da bist du. Ich bin auf der anderen Seite, so eine Scheiße. Okay. Das ist wirklich scheiße. Dann komme ich jetzt auf die andere Seite. Da. Bist du schon gleich am Ziel? Achso, du bist gar nicht der gelbe Punkt. Okay. Bist du schon gleich am Ziel? Ich bin im Ziel, ja. Nein. Der Mann fürs Grobe, Rang erhöht! Ich glaube, das Ziel. Nein! Das Fahrzeug sprengt sich selbst in die Luft. Why? So, Chris. Sie sind verhaftet. Stellen Sie sich. Sie sind umzingelt. Sie haben jetzt keine Chance. Ich bin bis jetzt beeindruckt. Hm? Ich bin bis jetzt beeindruckt. Wo bist du? Verdammt. Hell laut Karte bist du. Ah, lol. Bist du ein Spacko. Komm. Steigst du freiwillig ein oder? Ob du freiwillig einsteigst, habe ich gefragt. Ja, klar. Ob du freiwillig einsteigst. Du kannst hier nicht rein, das ist kugelsicher. Weil du so viel du willst. Okay. Komm, steig ein. Steig ein, Chris. Chris, steig ein. Ah, nee, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bastard. Wie gefällt dir das, Bitch? Ich hab mein Spielzeug aus dem Schlafzimmer mitgenommen. Ein Riesendildo? Ja. Okay. Aber ich bin Junkrat! Ist halt wirklich. Du Fotze!
Hallo und herzlich willkommen zu GTA Verwandlungsrennen. Mit dabei ist der gute Akatu. Yay, let's do this. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird. Das wird geil, Freunde, das wird geil. Ich habe eben schon mal eine Runde gespielt. Die habt ihr vielleicht in vorgespulter Version gerade schon gesehen. War auf jeden Fall scheiße. Zumindest das Ende. Und ja, mal gucken, wie das hier wird. Ey, man hatte gar keine Chance zu überholen, oder? Ja, es gibt keinen Windschatten bei keine Berührung, ne? Ja, voll gut. Du musst halt einfach geskillt fahren. Ja, ist halt wirklich so. Okay, ich habe eine überholt. Ich bin ganz hinten, Alter. Ganz hinten. Echt? Ja. But I don't know how. Oh, das war unfair für die meisten gerade da unten. Warum? Das war unfair. Oh shit, Flugzeug. Oh Gott! Halt so das ist echt unfair gewesen. War zu schnell. Ja, bist du rund, ich bin gedutscht. Ja, schade. Aber jetzt bin ich ein Flugzeug! Ah, oh, guckt euch die Map an, Leute. Guckt euch diese Map an. Ach, Rip. Oh Gott. Ist das nicht freaking sexy? Das ist halt so schwer, wenn man da als Flugzeug irgendwie rein muss. Das Flugzeug da reinzumachen, ist doch sexy. Oh Gott. Oh, siehst du, da muss man halt diese Position einnehmen. Ja, ja. Oh, ich sterbe. Okay, ich sterbe nicht. Okay, ich hab's überlebt. Nice. Hier hoch, Flugzeug. Jetzt nehme ich halt nicht die Position. Du zerböllerst aber auch nicht so leicht hier als Flugzeug, finde ich. Also im Vergleich dazu, wie es halt sonst ist. Tschüss, Markus. Tschüss. Bist du hier nicht so schnell kaputt? Kaputt, kaputt. Auto! Scheiße. Du bist zerstört. Warum? What happened? Weil Markus! Ich bin. Also, die sterben viele. Ja, geil. Nicht besser für mich. Nicht mehr letzter Platz, Freunde. Nicht mehr letzter Platz. Wo bist du? Vierter. What? I am Vierter. Ist doch geil, ey. Jetzt müssen wir gleich wieder zurückfliegen, oder? Nee, gar nicht. Ich komme hier nicht drauf klar. Das macht auf jeden Fall Spaß. Man, jetzt gibt es bestimmt Leute, die da so richtig durchwaschen können, die so richtig lacker sind. So. Oder die halt einfach wissen, wie mein Flugzeug fliegt. Ja, aber auch generell dann diese Verwandlung, dann dieses Auto gerade, wie man dann mit dem Auto fahren muss, das war auch nicht so geil. Hä? Ach so, ja, aber das ist ja. Das geht, würde ich sagen, das geht. Ja, ich weiß nicht. Ich komme wieder Verwandlung in Motorrad! Motorrad ist ja mein Liebling auf jeden Fall. Aber du, ne, lang ist es her, ne? Ja, es ist echt lang her, dass wir das letzte Mal GTA angespielt haben. Ja. Letzten Mal wurde ich ja gut getriggert auf jeden Fall. Das war auch der Grund, warum Chris keinen Bock mehr auf GTA hatte. Das war auf jeden Fall der Grund, ja. Generell einfach gar nicht mehr auf irgendein Spiel. Ja, ich hab komplett. Was? Markus spielt mit, ne? Tschüss. Nee, da bin ich raus auf jeden Fall. Spiele sind überhaupt nicht mehr meins gewesen. Nein. Ab da hat er nur noch Handyspiele gespielt. Ja, Battle Royale und sowas. Ja, finde ich gut. Find ich gut, ja. 500 Euro in Mikrotransaktionen ausgegeben. Ja, geil, Alter, geil. Ey, kannst du gar nicht vorstellen, wie viel Spaß das macht. Flugzeug, nee. Game! Mann, du bist schon viel zu weit. Du bist viel zu nicht weit. Ich bin auf Platz 6. 6? Aber so, lecker. Oh nein, diese scheiß Position. Nein! Help me, somebody! So, jetzt kann ich mich auch als Flugzeug verkleiden. Transformieren, jetzt. Ja, kann sich transformieren, nicht verkleiden, Alter, nicht verkleiden. Ja, ja, verkleiden. Ja, ich kleide mich heute als Flugzeug. Ist doch nicht Halloween, Alter, ist doch nicht Halloween. Oh, das ist falsch rum, oder? Ja, das ist falsch rum. Wo fliege ich hin? Ach, da. Du musst übrigens die Posen nicht einnehmen, aber dann, weiß ich nicht, kriegst du dann Strafe oder so? Ich weiß. Nein, dann werde ich langsamer. Achso. Ja, davon habe ich aber eben nicht viel gemerkt. Ich sind zweimal verkackt. Oh ja, das merkt man voll krass. Hä? Ja. Hey, du was sagst? Aber ich hab's eben nicht gemerkt. Meine Wahrnehmungsempfindung. Eine Wahrnehmungsempfindungskünste? Nein, das ist das Ziel! Nö. Das ist das Ziel! Ja. Fuck you! Alter! Ich bin mit dem Motorrad gerade mega weggeflogen. Nein. Komm schon! Jetzt will ich aber wenigstens noch Fünfter werden. Was war das denn? Du musst richtig auf die Position aufpassen. Wenn du dich verwandelst. Es kann ganz schnell schief gehen.